Hallo, willkommen bei ERH Campus Talks, dem neuen Podcast der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. In unserem Podcast stellen wir euch die Ernst-Abbe-Hochschule Jena vor. Und wir, das sind Friederike und Paula, zwei Studierende der Hochschule, ein Mitarbeiter der zentralen Studienberatung und Marion und ich aus dem Professorenprogramm 3. Genau, und wir haben uns überlegt, die Hochschule mit ihren Studiengängen euch näher zu bringen, aber auch die Bibliothek mal zu besuchen oder die Mensa und auch mal in Labore hineinzuschauen und Fragen rund um Studium, Anmeldung für BAföG, kriege ich BAföG oder auch Anmeldung und Organisation eines Auslandssemesters mal euch näher zu bringen. Ja, hallo, ich bin Friederike, ich studiere im 4. Semester Automatisierungs- und Informationstechnik international im Fachbereich Elektro- und Informationstechnik. Hallo, ich bin Paula, ich studiere hier zurzeit im Masterstudiengang Medizintechnik im 2. Semester. Hallo, ich bin Thoralf, ich bin in der zentralen Studienberatung tätig. Was macht die zentrale Studienberatung? Wie der Name schon sagt, wir sind für die Studierenden hier vor Ort zuständig, beziehungsweise da, wenn es Probleme gibt, wenn es Sorgen gibt, wenn es Nöte gibt, aber natürlich auch hinsichtlich der Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler. Heißt, wir fahren raus an Schule, wir sind auf Studienmessen unterwegs, stellen da die Hochschule vor, aber natürlich kommen auch Schulklassen zu uns und können die Hochschule direkt vor Ort kennenlernen. Ich bin Marion, ich bin für das sogenannte Professorenprogramm 3 hier und unter anderem dafür zuständig, junge Frauen und Schülerinnen für MINT-Studienfächer zu begeistern, aber auch die Hochschule familienfreundlich für alle Mitarbeiter und Studierende zu gestalten. Ich bin Gina, ich bin wie Marion im Professorenprogramm 3 und widme mich der Gleichstellung. Unter anderem helfe ich dabei, Veranstaltungen zu organisieren in dem Bereich oder auch die zentrale Studienberatung dabei zu unterstützen, Schüler und vor allem aber auch Schülerinnen für die MINT-Fächer zu gewinnen. Ja, genau. Und in der nächsten Folge wollen wir, also Paula und ich, euch noch mal ein bisschen was zu unseren Studiengängen erzählen. Und wir klären die Frage, warum wir das studieren, was wir studieren. Genau, und ich werde euch bzw. allen Interessierten noch ein bisschen was zur ERH sagen, noch welche weiteren interessanten Studiengänge es hier gibt und vielleicht auch ein bisschen was zur Stadt Jena, warum es hier so lebenswert ist und so liebenswert ist. Sehr schön, da freuen wir uns drauf und hoffen, ihr schaltet ein.